Buonasera e benvenuti alla vostra nuova lezione di tedesco. Oggi leggiamo insieme 79 frasi facili per i principianti. Il vostro compito è leggere e ripetere le frasi insieme con me. Iniziamo subito. La frase numero 1. Ich arbeite immer morgens. Ich arbeite immer morgens. Lavoro sempre di mattina. Ich arbeite, io lavoro. Immer, sempre. Di mattina, morgens. Ich arbeite immer morgens. Numero 2. Das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Das kann ich dir nicht sagen. Das kann ich dir nicht sagen. È un segreto. Non posso dirtelo. Das ist ein Geheimnis. Il segreto. Ein Geheimnis. Das kann ich dir nicht sagen. Non posso dirtelo. Numero 3. Kann ich mit dir sprechen? Kann ich mit dir sprechen? Posso parlare con te? Kann ich mit dir sprechen? 4. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Non arrenderti. Il verbo aufgeben. Gib nicht auf. Wo hast du Italienisch gelernt? Wo hast du Italienisch gelernt? Dove hai imparato l'italiano? Wo hast du Italienisch gelernt? Numero 6. Du bist wirklich nett. Du bist wirklich nett. Sei davvero carino, gentile, nett. Carino, wirklich, davvero. Du bist wirklich nett. Kennst du mich nicht? Kennst du mich nicht? Non mi conosci? Conoscere, kennen. Kennst du mich nicht? Ja, ich kenne dich. Ti conosco. Ich kenne dich. Ich möchte hier nur einen Moment sitzen. Ich möchte hier nur einen Moment sitzen. Vorrei sedermi qui solo un momento. Sitzen, sedere. Ich möchte, vorrei. Ich möchte hier nur einen Moment sitzen. Nächstes Mal, la prossima volta, nächstes Mal. Nächstes Mal werden wir bezahlen. Nächstes Mal werden wir bezahlen. La prossima volta paghiamo noi. Bezahlen, pagare. Nächstes Mal werden wir bezahlen. Bezahlen, il futuro. Wir werden bezahlen. Pagheremo noi. Das machen wir nächstes Mal. Das machen wir nächstes Mal. Lo faremo la prossima volta. Machen, fare. Das machen wir nächstes Mal. Ich kenne ihn nicht. Non lo conosco. Ich kenne ihn nicht. Was bist du von Beruf? Was bist du von Beruf? Che lavoro fai? Was bist du von Beruf? Ich möchte es wissen. Ich möchte es wissen. Vorrei saperlo. Ich möchte es wissen. Tut mir leid, Sie zu stören. Es tut mir leid,
sie zu stören, mit dispiace disturbarla. Es tut mir leid, sie zu stören. Es tut mir leid, dass ich nicht kommen kann. Es tut mir leid, dass ich nicht kommen kann. Mi dispiace non poter venire. Ich glaube ihm nicht. Ich glaube ihm nicht. Non gli credo. Im gli. Ich glaube ihm nicht. Es war wirklich schön. Es war wirklich schön. Era davvero bello. Es war. Era wirklich davvero schön. Bello. Ich zeige dir die Stadt. Ich zeige dir die Stadt. Ti mostro la città. Ich zeige dir. Io ti mostro die Stadt. La città. Ich zeige dir die Stadt. Kann ich dich etwas fragen? Kann ich dich etwas fragen? Posso chiederti una cosa? Kann ich dich etwas fragen? Ich kann alles erklären. Ich kann alles erklären. Posso spiegare tutto. Ich kann alles erklären. Bist du böse? Bist du böse? Sei arrabbiato. Bist du böse? Wird sie kommen? Lei verrà. Wird sie kommen in futuro? Liebt sie dich? Lei ti ama. Liebt sie dich? Ja, sie liebt mich. Kennt niemanden hier. Kennt niemanden hier. Lui non conosce nessuno qui. Kennt niemanden hier. Kennen, conoscere. Mit wem spricht Mit wem spricht Con chi sta parlando lui? Oder con chi parla? Lo stesso. Mit wem spricht Ich hoffe, sie bleibt nicht lange. Ich hoffe, sie bleibt nicht lange. Spero che lei non rimanga a lungo. Ich hoffe, sie bleibt nicht lange. Bleiben, rimanere. Sie bleiben nicht lange an einem Ort. Sie bleiben nicht lange an einem Ort. Loro non rimangono a lungo in un posto. Der Ort, il posto. Sie bleiben nicht lange an einem Ort. Ich habe noch nicht alles gelernt. Ich habe noch nicht alles gelernt. Non ho ancora studiato tutto. Imparato tutto, non studiato tutto. Imparato tutto. Ich habe noch nicht alles gelernt. Gehst du jetzt nach Hause? Gehst du jetzt nach Hause? Vai a casa adesso? Wie oft gehst du dort? Wie oft gehst du dort? Ogni quanto ci vai? Quanto spesso ci vai? Wie viel Uhr gehst du ins Bett? Wie viel Uhr gehst du ins Bett? A che ora vai a letto? A che ora vai a letto? Hast du gut geschlafen? Hast du gut geschlafen? Hai dormito bene? Ich hoffe, ihn bald wiederzusehen. Ich hoffe, ihn bald wiederzusehen. Spero di rivederlo presto. Ich habe schon gegessen. Ich habe schon gegessen. Ho già mangiato. Sie ist noch nicht gekommen. Sie ist noch nicht gekommen. Lei non è ancora venuta. Der Mann ist kräftig. Der Mann ist kräftig. Quell'uomo è forte. Kräftig. Stark. Forte. Bis wann
Können Sie bleiben? Bis wann können Sie bleiben? Fino a quando può restare qui? Bis wann können Sie bleiben? Können Sie mich verstehen? Können Sie mich verstehen? Riesce a capirmi? Hier ist meine Nummer. Hier ist meine Nummer. Ecco il mio numero. Ich möchte einen Hund haben. Ich möchte einen Hund haben. Vorrei avere un cane. Der Hund, il cane. Was willst du zum Frühstück? Was willst du zum Frühstück essen zum Beispiel? Was willst du, cosa vuoi per colazione? Das Frühstück, colazione. Zum Frühstück trinke ich gerne Kaffee. Zum Frühstück trinke ich gerne Kaffee. A colazione bevo volentieri il caffè. Zum Frühstück, a colazione. Das Buch ist interessant. Das Buch ist interessant. Il libro è interessante. Gib mir das Buch zurück. Gib mir das Buch zurück. Restituiscimi il libro, per favore. Wann gibst du mir das Buch zurück? Wann gibst du mir das Buch zurück? Quando mi restituisci il libro? Zurückgeben. Restituire. Wie viel Zeit hast du? Wie viel Zeit hast du? Quanto tempo hai? Wir haben noch eine halbe Stunde. Wir haben noch eine halbe Stunde. Abbiamo ancora mezz'ora. Er spricht kein Englisch. Er spricht kein Englisch. Lui non parla inglese. Ich habe ein neues Auto gekauft. Ich habe ein neues Auto gekauft. Ho comprato una nuova macchina. Ich habe ein neues Auto gekauft. Was denkst du darüber? Was denkst du darüber? Cosa ne pensi? Ich verdiene nicht genug. Ich verdiene nicht genug. Non guadagno abbastanza. Welcher Tag ist heute? Welcher Tag ist heute? Che giorno è oggi? Möchtest du diesen Film sehen? Möchtest du diesen Film sehen? Vorrei guardare questo film. Gib mir bitte ein Glas Wasser. Gib mir bitte ein Glas Wasser. Dammi un bicchiere d'acqua, per favore. Gib mir bitte einen Kaffee. Gib mir bitte einen Kaffee. Dammi un caffè, per favore. Ich muss warten. Devo aspettare. Ich muss warten. Soll ich auch Anna einladen? Nicht warten. Soll ich auch Anna einladen? Devo invitare anche Anna? Soll ich auch Anna einladen? Wann stehst du normalerweise auf? Quando ti alzi di solito? Wann stehst du normalerweise auf? Il verbo aufstehen. Alzarsi. Ich stehe um 10 nach 7 auf. Ich stehe um 10 nach 7 auf. Mi alzo alle 7 e 10. Gute Nacht, schlaf gut und träum süß. Gute Nacht, schlaf gut und träum süß. Buonanotte, dormi bene e sogni d'oro. Man lebt nur einmal. Man lebt nur einmal. Si vive una volta sola. Warte hier, bis ich zurückkomme. Warte hier, bis ich zurückkomme. Aspetta qui, fino al mio ritorno. Er wird bald ankommen. Er wird bald ankommen. Lui arriverà presto. Sie kommt ohne ihren Mann. Sie kommt ohne ihren Mann. Lei viene senza suo marito. Ich fahre zu meinen Eltern.
Ich fahre zu meinen Eltern, vado dai miei genitori. Ich hab dich gefragt, ich hab dich gefragt, l'ho chiesto a te. Das ist mein Platz, das ist mein Platz, il mio posto. Er isst keine Süßigkeiten. Er isst keine Süßigkeiten, lui non mangia i dolci. Seit wann haben Sie diese Wohnung? Seit wann haben Sie diese Wohnung? Da quando ha questo appartamento? Möchtest du mit mir zu Abend essen? Möchtest du mit mir zu Abend essen? Vorresti cenare con me? Ich freue mich auf das Konzert. Ich freue mich auf das Konzert. Non vedo l'ora del concerto. Manchmal essen wir ein Eis. Manchmal essen wir ein Eis. A volte mangiamo il gelato. Zu jeder Regel gibt es eine Ausnahme. Zu jeder Regel gibt es eine Ausnahme. Ogni regola ha un'eccezione. Diese Regel hat keine Ausnahme. Diese Regel hat keine Ausnahme. Questa regola non ha eccezioni. Ich werde mein Bestes geben. Ich werde mein Bestes geben. Farò del mio meglio. Ich bin mit meiner Arbeit fertig. Ich bin mit meiner Arbeit fertig. Ho finito con il mio lavoro. Das Essen war furchtbar. Das Essen war furchtbar. Il cibo era terribile. Du schläfst zu wenig. Du schläfst zu wenig. Dormi troppo poco. Das ist alles für heute. Arrivederci, ci vediamo. Tschüss.